Hallo meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich halte wieder Lippenstifte in die Kamera. Ich möchte ein Lippenstiftprojekt starten. Und zwar hatte ich mir überlegt, meine Sammlung an Lippenstiften ist doch sehr groß. Insgesamt sind es fast 140 Lippenprodukte, wenn nicht sogar schon an die 150, wenn ich meine Lip Liner mit dran zähle. So viel braucht kein Mensch. Auch platztechnisch möchte ich mich verkleinern. Ich habe 5 von diesen Ständern aktuell, wo 24 Lippenstifte reinpassen. In manchen Fächern sind sogar 2 Stifte drin. Und ja, anfangen werde ich mit 8 Stück, die ich in 3 Jahren aufbrauchen möchte. Und zwar wird dieses Projekt vom 1.8.2020 bis zum 31.7.2023 laufen. Das ist theoretisch gesehen die vertraglich festgelegte Ausbildungszeit von mir. Und ja, ich trage zwar jetzt schon jeden Tag Lippenstift, aber vielleicht schaffe ich es auf der Arbeit ja auch mal, einen Lippenstift nachzumalen. Optimal. Und ich hatte gedacht, ich fange an mit 4 Lippenstiften und mit 4 Liquid Lipsticks, beziehungsweise 3 und einem Topper. Und ja, ob es ein Rolling-Projekt wird, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal schon. Kriterien sind, um einen Lippenstift mit reinzubringen, erst mir gekippt. Dann würde ich das Produkt definitiv austauschen. Oder das Produkt geht leer. Wenn es jetzt wirklich eine Farbe ist, wie zum Beispiel dieser Ton, und ich ihn null trage, in, sag ich jetzt mal, in einem halben Jahr, dann würde ich ihn auch aussortieren. Das wären so Kriterien, um ein bisschen neuen Schwung mit reinzunehmen. Normale Lippenstifte werde ich auf einem Zettel wieder abmessen, um da einen Fortschritt zu zeigen. Liquid Lipsticks wiegen schenke ich mir und deswegen werde ich bei Liquid Lipsticks einfach nur die Anzahl an Anwendungen notieren. Werde ich jetzt bei den Stiften vielleicht auch noch mitmachen. Aber da manche Stifte auch noch in anderen Projekten mit drin sind, versuche ich dann darüber die Menge quasi abzuschätzen. Ja, fangen wir doch einfach an mit den Updates nochmal kurz. Die werden, glaube ich, so alle 2 bis alle 3 Monate kommen, je nachdem auch, wie es mit den anderen Projekten aussieht, in meinem 10-Anwendungsprojekt. Können ja auch noch Lippenstifte mit reinkommen und ob ich zwischendurch vielleicht nochmal mit den anderen Mädels ein Projekt starte oder so Lust und Laune habe. Zudem sieht man bei den Lippenstiften wahrscheinlich auch eh erst nach 3 Monaten vielleicht mal eine Veränderung in der Linie. Deswegen werde ich die so ein bisschen großflächiger gestalten. So, jetzt aber zu den Lippenstiften, die im Projekt drin sind. Sie doppeln sich teilweise mit Projekten einfach, weil ich es schwachsinnig fand, schon laufende Lippenstifte gegen quasi neue auszutauschen. Also ich habe ja in meinem Geburtstagsprojekt 2 Lippenstifte drin, da möchte ich einfach nur 50 Anwendungen erreichen. Und das geht auch nur bis Oktober und vielleicht schaffe ich es ja in der Zeit, die Produkte aufzubrauchen oder nicht. Dann habe ich aber wenigstens einen vernünftigen Start und warum sich das Leben nicht leichter machen. Bei Lippenstiften vor allen Dingen. So, das erste Produkt ist von Anastasia Beverly Hills, der Dead Roses Lippenstift. Der ist auch ein Projekt mit Ina und Jenny. Das endet ja aber auch schon Mitte August. Es ist auch nicht viel drin, aber ich dachte mir, das ist vielleicht ein Motivationskick sozusagen, um dann festzustellen, ja, okay, ich möchte
weiterhin meine Lippenstifte aufbrauchen und ich darf dann schon eine Farbe tauschen. Und ja, es ist wirklich nur noch so ein kleiner Hubbel über, der sich aber hartnäckig hält. Ich werde ihn nicht auskratzen. Ich werde ihn ordentlich abmalen, vielleicht auch ein bisschen mit einem Lippenpinsel ins Produkt selber reingehen, um wirklich oben eine gerade Kante zu haben. Aber ja, wenn er dann runtergemalt ist, ist er leer. Und wie gesagt, ein einfaches Produkt so zum Start, um Motivation zu behalten. Dann zwei Stifte, die ja in meinem Geburtstagsprojekt drin sind. Das ist zum einen von Trended Up, einer aus dieser Ultraware-Reihe, die 25. Hier möchte ich ja 50 Anwendungen haben. Ich hatte eine Startmarkierung schon für dieses Projekt dann gesetzt. Und bisher, ich glaube, 3 Anwendungen schon geholt. Das ist alles, was über ist in dem Sinne. So einen Stift habe ich schon mal aufgebraucht. Ich glaube, dafür brauche ich 3 bis 4 Monate. Aber der war auch zu dem Zeitpunkt nicht komplett. Ja, mal sehen. Ich dachte, der Anastasia ist ja recht ähnlich. Ich kann auch Swatches machen. Fällt mir gerade ein. Zähle ich natürlich jetzt nicht als Anwendung. So sieht der Anastasia aus und ich fand den von Trended Up farblich sehr ähnlich. Von daher wäre es so die gleiche Farbfamilie schon da. Und ja, einfach weil ich schon an dem arbeite, ist der in diesem Projekt mit drin. Dann von Colourpop der Lippy Stick in Trust Me. Das ist ja ein Rot. Ich drehe ihn jetzt nicht, oder doch, raus. Mir ist der Drehmechanismus jetzt auch kaputt gegangen. Noch ein Grund, ihn dann aufzubrauchen. Und so gesehen ist nicht mehr viel Produkt da. Die sind um einiges länger. Und mal schauen, wie viel man mit 50 Anwendungen hinbekommt. Und ja, Rot trage ich eigentlich seltener inzwischen, aber sonst habe ich es gerne getan. Und ja, wie gesagt, irgendwo muss man anfangen und mit einer kaputten Verpackung ist das ein sehr gutes Startargument. Ich glaube, den habe ich auch schon so 4-mal oder so benutzt. Und er ist von der Textur sehr cremig, also man muss die beiden Stifte auch nicht nachmalen. Das ist so ein Problem, aber meistens vergesse ich es eh. Und zu guter Letzt habe ich noch ein rotes Produkt mit reingenommen, einfach weil ich viele rote Lippenstifte habe und man braucht nicht gefühlte 20 Rottöne, braucht man nicht unbedingt, habe ich. Und ja, das ist jetzt von Trended Up und Colorless Lipstilo. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Das ist alles, was da ist. Auch so gesehen nicht viel Produkt, wenn man sich das anguckt. Ich glaube, die waren bis oben hin gefüllt. Ein bisschen ist raus. Ja, sollte das eigentlich gut machbar sein. Das waren so meine Kriterien. So, okay, da ist an sich nicht mehr viel Produkt mit drin. Den könnte man in 3 Jahren schaffen. Und ja, so sieht die Farbe aus. Das ist hier unten ein bisschen zu nah an dem anderen, aber ja, rot. Habe ich halt wirklich früher fast nur getragen. Aber zu so einem pinken Augen-Make-up passt es nicht ganz. Und ja, kommen wir zu den Liquid Lipsticks. Auch von denen habe ich ultra viele. Auch 60 Stück, also meine Lippenstifte halt sind fast gleich von der Menge her. Und Liquid Lipsticks halten ja auch Ewigkeiten, beziehungsweise habe ich festgestellt, dass Liquid Lipsticks bei mir schneller schlecht werden als normale
Lippenstifte. Liquid Lipsticks habe ich auch ein einfaches Produkt, und zwar von Lotte London, der Lipfoy. Den benutze ich nicht als Liptopper. Könnte ich am Wochenende vielleicht auch mal machen, so heute ist Sonntag, an Sonntagen, so einfach mal nochmal drüber schmieren. Aber so im Alltag würde ich es nicht machen. Ich benutze ihn daher als Lidschattenbase. Und ja, Fenster in dem Sinne zeichnen sich bis hier unten schon ab. Also denke ich mal, ist auch nicht mehr allzu viel Produkt drin. Richtig auskratzen, denke ich mal, werde ich ihn nicht, weil ich das Produkt nun auch nicht so toll finde. Und als Lidschattenbase habe ich noch andere Sachen, die gerne in Verwendung kommen sollen. Eine richtige Lidschattenbase habe ich nicht, aber ich habe 6 Pöttchen, die man für sowas verwenden kann. Und Concealer geht auch und Eyeliner bzw. Kajalstifte sollen darüber auch aufgebracht werden. Also irgendwie muss ich einen Schlussstrich ziehen. Und ja, ein einfaches Produkt bei Liquid Lipsticks, die brauchen wir nun mal auch ewig. Stopper wird auch nicht gezogen. Wenn leer, ist leer. Dann ein Produkt, das ja schon auf meiner Abschlussliste für dieses Jahr steht. Ich aber nicht glaube, dass ich es dieses Jahr schaffe, ist von Ofra der Charmed Liquid Lipstick. Es ist ein tolles Nude. Es ist zwischenzeitlich mein Go-To gewesen. Ich habe hier nur leichtsinnigerweise sehr früh den Stopper gezogen. Vielleicht, wenn der Lotte London leer ist, dass ich den Stopper hier rein umtausche wieder. Und ja. Ich kann den mal noch swatchen. Wirklich eine schöne Farbe, geht mit fast allen Augen-Make-up-Looks. Und ja, Liquid Lipsticks gehen bei diesen Masken sehr gut. Mal schauen, wie lange ich dann doch wirklich an dem arbeite. Da das mir alles zu viel in dem Sinne nude war, habe ich gedacht, nehme noch mal ein paar buntere Farben mit. Zum einen von KVD Vegan Beauty jetzt ja. Die Farbe Suspiria von den Everlasting Liquid Lipsticks. Bei mir sind sie nicht Everlasting. Ich hatte ihn auch letztes Jahr in meinem Geburtstagsprojekt Pan mit drin, im 25x25. Es ist halt so lila. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn irgendwie zur Arbeit trage oder ob das quasi so ein Wochenende Schule Liquid Lipstick wird. Da es aber ein Mini ist, hatte ich ja die Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Hier sind auch drin nur 3 Milliliter drin. Ja, theoretisch gesehen sollten Fenster auftauchen in diesem Projekt, also durchsichtige Partien, weil die Flasche bzw. die Tube nicht pigmentiert ist. Das habe ich zumindest bei anderen Project Pannern gesehen, die auch diese Everlastings aufbrauchen, und da waren dann so Sichtfenster zu erkennen. Und ja, dachte ich einfach mal so zur Abwechslung. Und Pink ist nun auch einigermaßen in meiner Sammlung vertreten, und ich wollte bei irgendeinem anfangen, und zwar von Too Faced, der Melted Matte Liquid Lipstick in 198. Das ist ein Barbie Pink. Ich habe ihn auch schon einmal getragen zur Arbeit. So sieht er aus. Und da habe ich festgestellt, dass er irgendwann anfängt zu krümeln. Er wird so ganz komisch bröselig auf den Lippen, und ja. Mal schauen, wie oft ich ihn wirklich dann verwende. Aber es ist schon ein Knallepink. Es wird auch wahrscheinlich eher, es sei denn, ich trage einen pinken Pullover, den hatte ich nämlich zu einem pinken Pullover an, dann passt das auch wieder so ein bisschen, und oben beim Augen-Make-up war es auch neutral gehalten, nicht so wie heute. Und den fanden sie auf der Arbeit auch alle sehr schön. Von daher denke ich mal, kommt er doch da nochmal öfters zum Einsatz. Und ja, ich hoffe, dass ich vielleicht
Ja, ich hoffe wirklich, dass ich zum nächsten Update, so ungefähr im Oktober, denke ich mal, könnte ich gut ein Fazit mal geben. Schon mal ein Lippenstift weniger habe. Sollte ja wohl machbar sein. Und vielleicht sogar auch den Lotti London dann auch schon leer habe. Aber ja, mal sehen, wie viele Lippenstifte ich in 3 Jahren schaffe. Ich hoffe auch, dass ich weiterhin dabei bleibe. Wie gesagt, wenn ein Produkt schlecht wird, ich es in einem halben Jahr überhaupt nicht benutze und es vielleicht sogar schon leer geht, dann dürfen neue mit rein. Ich werde das nicht random machen, sondern wirklich gezielt schauen, okay, welche Lippenstifte sind schon sehr weit runter, welche kann man schaffen. Und ja, das nächste Mal gibt es dann auch Einblendung und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.